Wir haben bei der Präsentation dieser Lok zwei Neuerungen eingeführt. Bei der Vorstellung der Funktionen wird nicht mehr zwischen Mobile Station und Lok hin und her geschaltet, sondern die Nummer der jeweiligen Funktion wird eingeblendet. Damit greifen wir gern die Anregung eines Mitglieds des Stubi-Forums auf. Zweite Neuerung. In einer Fahrtrichtung enthält die Tonspur wie bisher den Lok-Sound, in der anderen Fahrtrichtung hingegen ist der abgeschaltet, die Tonspur enthält das reine Fahrgeräusch der Lok. Modelle der Baureihe 01 gehören in den unterschiedlichsten Varianten seit nunmehr 60 Jahren zum Repertoire von Märklin. Das jüngste hat eine besonders markante Vertreterin zum Vorbild. Bei ihr handelt es sich um jene 01150, die bei einem Brand im Verkehrsmuseum Nürnberg 2005 schwer beschädigt und dann im Dampflokwerk Meiningen betriebsfertig wieder aufgearbeitet wurde. Im Herbst vergangenen Jahres bei den Märklin-Tagen in Göppingen wurde die rund erneuerte Maschine präsentiert. Das Modell gibt teilweise den Auslieferungszustand von 1935 wieder, mit Wagnerblechen zum Beispiel, jedoch blieben verschiedene DB-Umbauten erhalten, unter anderem gibt es die Zentralverriegelung an der Rauchkammertür nicht mehr. Erhalten geblieben ist der markante Hohe Reichsbahn-Schornstein. Die DB Pacifics hatten einen verkürzten Stummelschlot. Das als Einmalauflage für die MHI gefertigte Modell 0150 wird in einer braunen Holzkassette geliefert, verpackt in der bekannten Blisterverpackung und sicher gebettet in Schaumstoff. Die Innenseite des Kassettendeckels ziert ein Foto des restaurierten Vorbildes. Der Anblick der aufs Gleis gestellten Lok ist durchaus erfreulich. Der Kessel protzt mit messingfarbenen Kesselbändern, großen Ohren und hohem Schornstein, die Leitungen stehen überwiegend frei. Die Handräder sind durchbrochen. Ein echter Hingucker ist das Fahrwerk. Die großen Treib- und Kuppelräder haben filigrane Speichen und niedrige Spurkränzel und die sind auch bei Vorlauf- und Schlepprädern außergewöhnlich niedrig.
bieten Räder und filigran ausgeführtes Gestänge eine wahre Augenweide, stößt sich der Dampflok-Fan an der wiederum vorbildwidrig unbeweglich verharrenden Schieberstange. Dabei ist deren Hin- und Hergleiten beim Vorbild absolut unerlässlich, bewegt sie doch den Kolben, der die Dampfverteilung im Zylinder steuert. Was bei der Konkurrenz zum Standard gehört, bekommt Märklin offenbar nicht auf die Reihe. Die Nachbildung der Schwingenkurbel wird nicht mehr von einer Mutter am Treibzapfen festgeschraubt, sondern ist vorbildgerecht ausgeführt. Die Kuppelstangen hingegen werden immer noch von Muttern fixiert, doch die sind so winzig, dass sie kaum noch auffallen. Sie sind allerdings konstruktiv wichtig, denn weil Märklin den Motor im Gegensatz zu den Mitbewerbern nicht im Tender, sondern in der Lok einbaut, haben deren Räder Haftreifen. Und wenn die mal ausgewechselt werden müssen, ist eine leichte Demontage des Gestänges durchaus angenehm. Auffallend hingegen ist der große Lok-Tender-Abstand. Der lässt sich nur in engen Grenzen variieren. Die Kupplungsdeichsel kann um einen Rastpunkt im Tender enger gestellt werden, was bei diesem Modell auch geschehen ist. Märklin meint offenbar, auf den großen Abstand nicht verzichten zu können, um die Besitzer der vielen alten M-Gleisanlagen nicht zu vergraulen. Auf nicht wenigen dieser Anlagen durften Industriegleise verbaut worden sein und auch durch deren überaus enge Radien muss sich eine Märklin-Lok zwängen können. Selbst eine Baureihe 53. Ist die Kupplungsdeichsel auf eng gestellt, sollte laut Betriebsanleitung kein Radius unter 500 mm befahren werden. Doch schaffte die Lok spielend Bögen mit C-Gleis R1 im Schattenbahnhof und ebenso die komplizierten Weichenstraßen. Dem Fahrverhalten insgesamt gebührt uneingeschränktes Lob. Die Lok hat nur zwei Haftreifen aufgezogen, zwar auf den beiden hinteren Kuppelrädern. Die beiden Treibräder in der Mitte sind federnd, starr sind die beiden vorderen Kuppelräder gelagert. Auf unserer Rollenwaage schleppte die Lok knapp 70% ihres Eingewichtes, bevor sie zu schleudern begann. In absoluten Zahlen heißt das, Lokgewicht rund 355 Gramm, Gewicht des Wagenbechers 242 Gramm. Keine schlechte Leistung für diesen Großdampfer. Das machte sich natürlich auch im Anlagenbetrieb bemerkbar. Die Steilstrecke bewältigte die 01150 mit 8 vierachsigen Reisewagen am Haken ohne Sicht und hörbare Mühen. Nach dem Durchfahren von Gleisbögen R4 und R5 stellte sich die Maschine trotz der übel beleumdeten gekröpften Lok-Tender-Kupplung wieder gerade, ohne dass ein seitlicher Versatz des Führerhauses zu sehen gewesen wäre. Der Decoder ließ sich von der TAMS-Zentrale nach Einlesen seiner Werte problemlos steuern. Der Tender ist nicht ganz vorbildgerecht, denn auf dem Foto des Kassettendeckels sind deutlich 6 Streben am Kohleaufbau zu sehen, während der Modell-Tender nur 5 davon aufweist. Vorbildlich hingegen sind die beiden Dusi-Magnete rechts und links vor den Schlepprädern der Lok, während zur Dampflokzeit nur einer üblich war, und zwar auf der in Fahrtrichtung rechten Seite. Ausnahme bildete die Baureihe 50 und die hatte mit der Vorbild 01-150-1 gemeinsam, beide waren bzw. sind häufig zum Rückwärtsfahren gezwungen. Der Sound bietet keine Überraschung. Er wird aus den Standardbausteinen gebildet, die aus anderen Märklin-Maschinen bekannt sind. Er ist viel zu laut, was sich jedoch durch Änderung der entsprechenden CV regulieren lässt. Märklin reiht das Modell in die Epoche 6 ein, das wäre die Zeit ab 2006. Doch lässt sich die Lok ohne Probleme in allen Epochen ab Epoche 2 einsetzen.